5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Gehst du zum Golf? Ich kann nicht einen Golf gehen. Ich habe verweigert, aus Gewissensgründen. Ja, jedenfalls benutzt du die Schläger, die ich dir gekauft habe. Ja, sicher. Das hier ist mein Lieblingsschläger. Der hat irgendwie richtig Power, weißt du? Bobby, ich habe die Schläger eigentlich besorgt, damit du mal rauskommst an die Sonne, frische Luft schnappst, dich bewegst, dass du neue Inspirationen kriegst. Sag mal, kriegt man da eigentlich keinen Ständer? Was? Ich meine, so wie beim Billard, wo man den Kö reinsteckt. Ich muss mal weg, wird aber nicht lange dauern. Bis nachher. Okay, bis dann. Du und deine Golfschläger. Weißt du, neben Musik war Golf das Einzige, was dich je interessiert hat. Wenn du meinst, weißt du noch, wie du gespielt hast, als wir auf Tour waren? Ja, richtig, mit den Jungs. Genau. Im Bus? Ja. Es war lustig. Ja, besonders für den Busfahrer. Andauernd kamen kleinerweise Bälle angeflogen. Ja. Wilde Zeiten, werde ich nie vergessen. Der Busfahrer auch nicht. Wie hieß der Vogel doch gleich? Duck. Entschuldige, Mann. Ist das da die Beule? Die Ärzte haben entschieden, den Ball drin zu lassen. Jedenfalls müssen wir jetzt erstmal meinen Ball finden. Der fluoresziert und wenn wir das Licht ausmachen, dann leuchtet er und wir finden ihn ganz leicht. Es ist aber Tag, Bobby. Genau. Simon. Was denn? Ein Joint. Das glaube ich nicht. Ist aber so. Sieht aus wie ein Joint. Riecht wie ein Joint. Wie kommt er hierher? Ich muss dir nicht ansehen. Das ist nicht meiner. Sowas würde ich nie ins Haus bringen. Meiner ist es auch nicht, Mann. Sowas mache ich nicht mehr. Ich bin älter geworden. Viel älter. Außerdem bin ich nicht dämlich. Nicht mehr so dämlich wie früher. Und außerdem gehört dieser Joint keinem Musiker. Siehst du? Das ist mehr Gras als Papier. Also, wenn's nicht deiner ist und nicht meiner. Die Kinder? Thomas? Anna? Meine Kinder rauchen Gras, was mache ich bloß? Wir könnten Tracy fragen. Tracy? Auf gar keinen Fall. Wenn wir Tracy fragen, können wir die Kinder vergessen, weil sie mir dann die Schuld gibt. Na gut, dann schnappen wir uns eben die Kinder und fragen sie direkt. Was anderes können wir nicht tun. Ja, ja, aber wer ist das? Ich habe eine tolle Idee. Hä? Wir legen ihn zurück, wo wir ihn gefunden haben. Aha. Und dann beobachten wir das Sofa. Ha. Wenn dann einer kommt und will ihn holen, pow! Willst du ihn erschießen? Nein, wir schnappen ihn. Wir schnappen ihn, dann muss er sich setzen und wir reden ihm ins Gewissen. Ja. Ja. Wir reden ihm ins Gewissen. Ja. Wie Mutter Beimer in der Lindenstraße. Genau. Ja. Du musst dich auch ein Kleid anziehen. Ob der heute noch schmeckt? Geschmeckt hat das Zeug nur richtig, wenn man davon Kuchen oder Kekse gebacken hat. Ist schon klar. Für mich ist das ein Symbol der 60er Jahre. So eine Art Metapher. Na was? Eine Metapher, kennst du doch. Kann mich nicht an sie erinnern. Oh Mann, was ist, wenn Anna noch was Stärkeres nimmt und sich selbst dafür anbietet? Oder Thomas womöglich, oh Gott. Nein, Thomas ist dafür zu clever. Thomas würde Anna für seine Sucht einspannen. Das ist fürchterlich, Mann. Meine Babys rauchen Gras, Mann. Jetzt beruhig dich erst mal ein bisschen. Wir legen das Ding dahin zurück, wo wir es gefunden haben. Und jetzt brauchen wir bloß abzuwarten, klar? Ja. Abwarten. Bobby, hier drin warten. Ist ein bisschen wie Miami Vice, hä? Ja. Dann wärst du Don Johnson und ich der Schöne. Ja, ja. Manchmal Stunden im Auto gesessen und gewartet. Ja. Haben die dich zum Schluss geheiratet?
Kinder auszuspionieren? Nein, um der Stellung zu verharren. Verstehst du, darum musst du für deine Zukunft planen. Ich habe nur einen Schülerteilzeitjob, da muss ich keine Rentenbeiträge einzahlen. Hast du das gesehen? Was? Ach, egal. Sag mal, findest du Bobbys Verhalten in letzter Zeit irgendwie eigenartig? Das möchte ich zeitlich nicht begrenzen. Bobby ist eigenartig. Hausaufgaben? Nein, ich habe die Financial Times schon beim Essen gelesen. Oh je. Und du findest Bobby eigenartig? Die erste Million ist die schwerste. Bitte. Was machst du da? Bobby, Doug, hi. Ihr seid zu Hause? Ich bin immer zu Hause und jetzt her damit. Das gehört mir. Das ist gesetzwidrig, Thomas. Ach Quatsch, gesetzwidrig. Das hat doch jeder schon mal gemacht. Ich wette, du hast es auch schon mal getan, Bobby. Das war was anderes. Ich war jung. Und dumm. Was ist jetzt anders? Ich bin älter geworden. Willst du etwa ins Gefängnis? Ins Gefängnis? Ja. Wegen 22 Cent? Die gehören mir. Münzen, die man in Sofa- und Sesselritzen findet, darf man behalten. Du nimmst dir das Geld, das den Leuten im Sitzen aus der Tasche rutscht? Ja, ist ja auch Taschengeld. Taschengeld, so Taschengeld. Das ist ganz schön clever, nicht? Du hast gut lachen. Deine Taschen sind sowieso leer. Was kommt denn da so zusammen? Also, ich sag euch, Jungs, seit die 1- und 2-Dollar-Münzen eingeführt wurden, habe ich... Viel ist es nicht. Ich muss gehen. Ich will mal nachzählen. Addieren. Mathe. Ja, schon gut, bis dann. Thomas, ich frage ihn. Was ist eine Metapher? Eine Metapher? Ja. Guck mal in den Spiegel. Du schaffst mich noch, Alter. Er ist noch da. Tja, wenn er nicht Thomas gehört. Du meinst doch nicht vielleicht Anna? Oh nein, meine Tochter, ein gefallenes Mädchen, eine Dealerin. Jodie Foster. Was? Taxi Driver. Meinst du mich? Ich hätte es wissen sollen, als sie gesagt hat. Ich habe viel wettgemacht mit dieser Kolumbien-Geschichte. Steuerfrei. Was machst du da? 48. Ich trainiere. 49. Zur Ausprägung dessen, was den Mann von der Frau unterscheidet. Busen? 50. Muskeln, Anna. Oh, du entwickelst dich, Thomas. Ja. Wenn auch sehr langsam. Ach, ja? Oh. Thomas! 99, 100. Ich glaube, du hast auf dem Sofa etwas verloren. Ach ja? Eine Zigarette. Das ist keine Zigarette und das weißt du. Ist es nicht? Und ich weiß das? Vielleicht eine hypothermische Reaktion mit dem Licht des Kühlschranks, aber ich persönlich, das heißt mein Gehirn, registriert das eindeutig als eine Zigarette. Es ist eine Marihuana-Zigarette, Thomas. Ist das? Ist das? Tu nicht so, als ob du keine Ahnung hättest. Du hast da draußen keine Liegestütze gemacht, sondern das hier gesucht. Das mit den Liegestützen mag stimmen, aber danach habe ich nicht gesucht. Was hast du dann gemacht? Den Wert des Teppichbodens geschätzt? Also, wenn du es genau und wissen und keine willst, von deinen erbärmlichen Lügengeschichten, das ist eine ernste Sache. Ich habe nach Kleingeld gesucht, das den Leuten im Sitzen aus der Tasche gerutscht ist. Was? Du kennst doch das Sprichwort. Die erste Million ist die schwerste. Ich frage mich, wie viel die wert ist. Also, du gierige Kröte. Immer noch besser als drogensüchtig. Das wird sich rausstellen. Die muss Bobby gehören. Oh nein, jetzt nicht irgendwelche wilden Verdächtigungen anstellen. Durchaus nicht. Vorhin dachte dieser Hippie nämlich, ich hätte sie gefunden.
Ich war im Wohnzimmer, ich hab noch nach Kleingeld gesucht und plötzlich, pow, wurde ich von Cagney und Lacey überfallen. Sie verlangten, ich sollte ihnen S aushändigen. S. S-S-S-S-Anna. Damit müssen Sie das hier gemeint haben. Es muss Bobby gehören. Unser Dad raucht Dope. Unser Dad ist Dope. Dennoch ist er unser Vater, Thomas. Ich werde mit ihm reden, ihn mit der Wahrheit konfrontieren. Dann besorge ich ihm eine Therapie und alles wird gut. Und wenn er dir antwortet, halt dich raus? Dann ist er nicht unser Vater. Dann ziehen wir mit Tracy woanders hin. So kommt man mit Shit raus aus der Scheiße. Kein Scherz. Thomas, die Sache ist ernst. Wenn unser Vater süchtig ist... Wird das teuer. Ja, adieu, Couch-Kleingeld. Oh, schade. Anna? Ganz sicher? Tut mir echt leid. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Sie hat sich rübergebeugt und ihn dann hochgenommen. Oh Mann, sie ist doch noch ein Kind. Naja, was hast du mit 15 getrieben? Das kann man nicht vergleichen. Das waren die 60er und wir waren die Protestgeneration. Und wir waren dumm. Die Drogenszene, heute ist echt das Letzte. Da landest du ganz schnell ganz unten und da kommst du dann nie wieder raus. Seien wir froh, dass es keine härteren Drogen sind. Ja. Will jemand Coke? Ich rede mit dir. Bobby. Anna, stell ruhig hin. Bobby, ich muss mit dir über Drogen reden. Ich mit dir auch. Oh, tatsächlich? Ja. Wir müssen das gemeinsam angehen. Als eine Familie. Oh, Anna. Wenn Familie und Freunde dir beistehen, dann schaffst du es mit vereinten Kräften. Mach dir keine Sorgen, Bobby. Ich bin da und drücke auch. Auch? Bobby, ich hätte nie gedacht, dass es dich so sehr... Mich so sehr mitnimmt? Klar tut's das. Wir wollen dir beistehen. Ihr wollt mir beistehen? Du hast doch ein Problem. Anna, du bist sie, hier Joints raucht. Was war das? Doug hat's gesehen. Das war nicht meiner. Ich dachte, das war deiner. Ausgeschlossen, Mann. 78, 79 auf der Tour war ich das letzte Mal stoned. Man hat dich gesteinigt? Rede von Drogen. Du wurdest mit Drogen beworfen. Nein, Anna, ich nehme keine Drogen. Und du glaubst im Ernst, ich tue so etwas? Du kennst mich anscheinend überhaupt nicht. Schluss der Vorstellung. Habe ich mich wohl geirrt? Nicht nur du. Wir beide, Alter. Also Anna war es nicht. Und Thomas auch nicht. Schon sehr merkwürdig. Wenn es die beiden nicht waren, wer war es dann? Ciao, Bobby, du wunderschöner Mensch. Nebst Anhang. Wie hängst denn immer so, Jungs, hä? Nur ein Anruf bei Sony Records. Hallo, Lucky Luigi. Hier spricht das große W. Nein, nicht der Supermarkt. Hier ist Wayne. Ja, Wiki Wacky Woo Wayne. Zu, ich rufe wegen dem Gras an. Aber du hast gesagt, du könntest liefern. Deine Engpässe interessieren mich nicht. Entweder du schickst mir das Gras oder du kannst mich. Bleib so schön, wie du bist, Baby. Ciao. Showbusiness, man muss den Leuten wegen jedem Scheiß in den Hintern treten. Interessant. Sag die Jungs, ihr ruiniert sonst mein Outfit. Wir müssen uns mal unterhalten. Ja. Bobby, wenn es um den letzten Auftritt geht, ich muss erst den Check abwarten. Es geht nicht um den Auftritt, sondern um den schlechten Einfluss auf meine Kinder. Wer sagt einen schlechten Einfluss auf sie aus? Ich etwa? Hab ich nie gesagt. Ich sage, deine Kinder üben einen schlechten Einfluss auf dich aus. Was meinst du damit? Genau. Oh Mann, sieh dich doch mal an. Wo ist Bobby, der böse Bube, hin? Der Gitarren zertrümmert, Hotelzimmer verwüstet. Der wilde Mann des Rock'n'Roll, der Schöne und das Biest. Der Schöne und das Biest? Jetzt werd ich biestig. Nein, ganz im Ernst, Bobby. Du solltest dich am Riemen reißen. Moment! Nicht an meinem Riemen. Ich bring dich um, wenn ich rauskriege, dass du... Oh Mann, war das ein Scheißtag. So, Tracy, was ist denn passiert? Ich erzähl's euch. Ich habe meine Brieftasche mit allen Kreditkarten verloren. Dann habe ich mich stundenlang mit der Polizei auseinandergesetzt. Dann musste ich die Karten sperren lassen. Was macht ihr denn? Nur was Geschäftliches.
nochmal? Welcher Joint? Ich kenne keinen Joint. Ich kenne dich und einige andere hochbegabte, unterbeschäftigte Künstler. Erklär dich mir bitte. Dope. Hör zu, ich bin nicht gedopt. Das ist nur die Überfunktion meiner Schilddrüse. Du Idiot, ich spreche von Drogen, Mann. In diesem Haus, meinem Haus. Im Haus meiner Kinder. Drogen? Ich muss mich schon übergeben, wenn ich eine Apotheke sehe. Ich habe mit Drogen nichts am Hut. Ach nein? Wie wär's mit Marihuana, Mr. Manager? Was war das da am Telefon? Ihr habt euch über Gras unterhalten. Genau. Hör zu, da ging es um Mamas Geflügelfarm, um ihre Hühner. Ihre Hühner? Ja. Brauchen die, um entspannter zu legen? Das sind Freilandhühner. Und die scharren ab und zu gerne in frischem Gras. In frischem Gras? Ja, Luigi, der Rasenfetischist, beliefert uns. Also ist es nicht ein Joint. Anna? Hi, Trace. Bye, Trace. Thomas, das ist eben aus Annas Jacke gerutscht. Es gehört nicht ihr, ehrlich. Und wem gehört es dann? Es gehört Bobby. Trace! Ich nehme an, der gehört dir. Mir? Wenn ich dich noch mal erwische, dass du dieses Zeug ins Haus schleppst, dann kannst du mich und die Kinder vergessen. Bobby! Tracy! Tracy? Bobby? Und ich bin Thomas. Was ist denn hier los? Bobby? Tracy? Immer noch Thomas. Was war denn? Also ich habe hier so gesessen und die Couch bewacht und bin dabei eingeschlafen und dann wieder aufgewacht und da war jemand. Das war ich, Bobby. Was wolltest du denn da? Ich wollte... Du warst das also. Du hast das Rohr da versteckt. Braucht unsere Couch einen Abfluss? Ich meine den Joint, Mann. Tracy und ein Joint? Langsam drehst du vollkommen durch. Es ist wahr, Thomas. Gute Nacht. Nein, ich meine nicht, dass der Joint mir gehört. Es war auf einer Party nach einer Modenschau letzte Woche. Plötzlich holte der Käufer diesen Joint raus und einige der Models waren nicht älter als Anne. Echt? Ich habe ihn in meine Brieftasche gesteckt und wollte ihn später vernichten. Die Brieftasche lag dann auf der Couch und da muss er rausgerutscht sein. Ich habe gedacht, es wäre ein anderer Joint. Ich muss mich wohl bei dir entschuldigen. Vergiss es einfach, Mann. Jeder hat jeden als Kriminellen verdächtigt und du sagst, vergiss es, Mann? Er hat recht, Bobby. Es tut mir leid. Ich gehe wieder ins Bett. Wer schläft, zündigt nicht. Ich auch. Gute Nacht allerseits. Nacht. Nacht. Sind die Models echt noch so jung? Nacht, Thomas. Und was ist aus dem Geschäft geworden? Kam nicht zustande, aber es ist egal. Stell dir mal vor, der Joint hätte noch drin gesteckt und die Polizei findet meine Brieftasche. Da hast du ja Glück gehabt, dass er rausgefallen ist. Was hast du damit gemacht? Du hast ihn aber nicht geraucht, oder? Wer ist da? Miss Tracy Lawson? Ja? Constable McCarthy von der Polizeiwache. Ich bringe Ihre Brieftasche.